liebe Leute, und willkommen zu einem kleinen Gameplay von MW3 zum Special Op Modus. Ich habe jetzt einfach mal erste Resistance so, und ich fange jetzt einfach mal an. Ich kämpfe gerne, ja. Ich gehe hier mal rein und leg mich hier hin und warte auf meine Gegner. Und oben links sehe ich natürlich auch, wo sie genau herkommen. Da werden sie jetzt als erste sein. Die kann ich da jetzt einfach ganz leicht erschießen. Das war jetzt leicht. Jo, die laufen vorbei. Da hat man nicht mal Schlauch bei ihnen. Oh, da kommt eine Granate. Ja, genau. Die hab ich mal dran. Oh, die ist ganz schön früh explodiert. Was gibt's denn hier zu sagen? Ich hasse es. Oh ja. Cool, ich glaube, ich bin jetzt Level 16. Hier ist eine Granate. Ich mag das Spiel nicht. MW1 war gut. Also das COD1 und COD2 natürlich nicht einzuholen, aber. Ja, wir hatten keinen Bock mehr auf Weltkrieg und dann kam Modern Shooter und der war gut. Oh, Killstreak, bla bla, kein Bock. Das war gut, dann dachte man MW2, ja, toll, da kommt jetzt noch was. Aber besser geworden ist es jetzt nicht. Nee, es ist eigentlich sogar noch schlechter geworden in MW2. Es war für die Konsole nett zu spielen, aber für PC-Verhältnisse ist mal grottig. Dann MW3 hat man mal wieder gehofft, vielleicht wird es ja besser als MW2. Mindestens so gut wie MW1, aber es ist noch schlechter als MW2 geworden und noch schlechter als Black Ops, was in meinen Augen auch sehr schlecht war. Ja, warum spiele ich jetzt Special Ops? Ich habe gerade nichts anderes zum Spielen. Doch klar, aber ich habe immer wieder Bock MW3 zu spielen. Obwohl es scheiße ist, ja, so bin ich ja scheiße. Hier passt zu mir. Ich hoffe, man hört mich jetzt und die Sounds sind jetzt nicht zu laut. Ich habe sie jetzt schon auf niedrigste Granate. Und dann richtig gut. Oh scheiße, die sind meine Hand explodiert. Ich bin so schlau. Killstreak. Mann, ich habe keinen Bock auf Killstreak. Ich hasse Killstreaks, das... Man sieht auch diese klasse Animation, wenn ich laufe. Oder wenn ich mich ducke. Das kriege ich auch alle so ohne Armbewegungen hin, mich auf den Boden legen. Ne? Wie in echt. So, auch wenn ich laufe. Ja. Klasse Animation, da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Nein, also die Grafik, die ähnelt, oder ist genauso wie bei MW1, läuft ja auch auf der gleichen Engine, also an der Engine hat sich nichts getan. Genau wie MW2, obwohl ich sagen muss, MW2 hat ja wohl einen kleinen Sprung gemacht zu MW1 und ich finde, das sieht jetzt noch schlechter aus. Als MW2. Und sicher auch die Qualität. Ich habe die Settings auf High. Also High hoch. Schade, noch nichts. Und trotzdem sieht's kacke aus. Also schade eigentlich, dass man mit der Grafik jetzt nicht mehr gemacht hat. Man muss sagen, für Konsole, ich habe es auch an der Konsole gespielt, an der Xbox 360. Da sieht es um einiges schlechter aus als wie am PC. Piss dich, du Scheißhund. Nein, ich hasse keinen Hund.
Hund. Mann. Mann, wo war ich? Genau, für die Konsole sah es um einiges schlechter aus, ja. Konsolen, ja, ich mag keine Konsolen. Aus dem einfachen Grund, PC hat in den meisten Fällen bessere Grafik, sonst gleichwertig, also man hat immer Vorteile in puncto Grafik. Dann sind die Spiele meist günstiger oder eigentlich immer günstiger. Also mindestens 20 Euro günstiger als für die Konsole. Dann gibt es viele Free Games. Gut, die meisten sind scheiße. Aber es gibt auch mehr Auswahl für den PC. Also für den PC gibt es sehr, 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 sehr viele Spiele. Für die Konsole jetzt auch, aber halt nicht so viele wie für den PC. Und ja, das ist dann so der Grund. Warum ich lieber PC spiele als Konsole. Also ich spiele auch wohl gerne Konsole. Das ist dann so mit Freunden. Jeder schnappt sich einen Controller, ist ganz einfach und dann spielen wir einfach los. Am PC ist dann eher so für diese Animation, das ist so drecksam. Der PC ist dann eher so für welche, die dann alleine spielen wollen. Online, mit dem Clan oder so. Oder ja, FIFA oder so zu zweit sieht dann einfach besser an der Konsole. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass Konsolen schlecht sind. Jeder, wie er meint oder wie er es am besten hat, wenn er jetzt, keine Ahnung, einen Bruder hat in seinem Alter, mit Zwillingsbruder oder was weiß ich, der FIFA 12 spielt oder auch FIFA 12 spielt und wir beide dann an der Konsole spielen wollen. Das ist natürlich dann toll, aber wenn man dann alleine ist, am PC spielt, das ist besser. So. da upgrade ich nichts. Und bleibt so, die Waffe ist gut. Ja, wollen wir jetzt nicht weiter über Konsolen oder PCs reden. Jeder wie er meint. Also wenn ihr euch überlegt, das Spiel noch zu holen, dann rate ich davon ab. Tut euch Call of Duty Modern Warfare 1, wenn ihr es noch nicht habt. Oder für die Konsole Call of Duty Modern Warfare 2. Das Spiel braucht man nicht. Es ist mein Tipp. Wenn ihr meint, oh, das Spiel sieht gut aus, will ich haben, dann seid so naiv und kauft euch das. Ich rate davon ab. An jetzt. Wo moderne Spiele sind öfters schlecht. Ich meine, warum? Granate. Also moderne Spiele, die finanzieren sich nur noch durch Geld, klasse Trailer und so, und dann sind Spiele im Endeffekt immer das gleiche. Geskriptete Scheiße. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen dreckshaft spiele, ich kann keinen Call of Duty. Call of Duty, Mann. Call of Duty 1 kann ich noch sehr gut. Ach du Scheiße. Mann. Call of Duty 1 kann ich recht gut. Call of Duty 2 auch. Also ich sag mal so, Call of Duty 1, super geiles Spiel. Call of Duty 2 sogar noch besser. Call of Duty 3 war kack. Der Schock für jeden PC-Spieler. Sorry für diesen kleinen Ausfall jetzt. Das war nur für die Konsole. Es war schlimm. Also ich habe mich wirklich gefragt, warum? Das kann doch nicht sein. Ich
wirklich geschockt. Dann habe ich es mir für die PlayStation 2 ausgeliehen. Ich habe es mir dann nicht geholt, weil es war einfach nicht gut. Erste Mission hat wohl Eindruck gemacht und dann ab der zweiten ging es dann bergab und es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Oder dann Call of Duty 4, das war ja dann der erste Modern Warfare Teil, was dann mal wieder alles so ein bisschen aufgefrischt hat, weil Weltkrieg war nicht mehr, das war langweilig. Und ja, ich sage jetzt nicht, dass Modern Warfare schlecht war, aber bis dahin war es das zweitschlechteste. Und Call of Duty 3 war natürlich noch schlechter. Ja, dann haben sie, ja, ich bin tot. Ja. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, das war jetzt das Gameplay. Ich will jetzt noch eben zu Ende erzählen. Modern Warfare war ein gutes Spiel, aber nicht so gut wie die Weltkriegs-Shooter. Wir wollten aber mal was Neues, was Modernes, da hatten wir es und dann war es doch nicht so gut. Call of Duty 5, Call of Duty 5, was war Call of Duty 5 nochmal? Weißt du das? Oh, Call of Duty 5. Tut mir leid, fällt mir jetzt nicht ein, aber Call of Duty 6, World at War. Da bin ich mir sicher, das war wieder mal ein Weltkriegs-Shooter und von der Grafik her super, aber vom Gameplay her war einfach nicht Call of Duty. Das, nee, das hat mir keinen Spaß gemacht, war viel zu brutal. Dann Black Ops, nicht so gut im Multiplayer, war's toll. Modern Warfare 2 nicht so gut wie Modern Warfare 1. Modern Warfare 3 absolut das Schlimmste. Wir freuen uns alle auf Black Ops 2. Das war Monster Game LP. Wir sehen uns wieder. Tschüss!